Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tutorial-Reihe. Und zwar soll es diesmal um die JAK 52 gehen. Wunderschönes Flugzeug, wie immer. Alles, was fliegt, ist schön. Und wir beginnen mit dem Startup. Dafür setzen wir uns einmal in das Cockpit. Unsere erste Handlung ist diese Schalterreihe hier unten. Wir schalten einmal die Batterie ein. Dann den Generator und die Zündung. Dann gehen wir nach hinten links und wir sehen, hier ist so ein Ventil. Das ist das Ventil für die Pneumatik. Das drehen wir einmal nach links gegen den Uhrzeigersinn voll auf, wie uns auch der Pfeil suggeriert. Diese Schalter hier machen wir alle einmal an. Dann, wo wir einmal dabei sind, gehen wir zu den Flaps. Die bewegen wir nach unten. Die sind unten und wir machen unseren Brandhahn auf. Wo wir gerade dabei sind, nein, nicht wo wir gerade dabei sind, Quatsch, das kommt später. Dann bewegen wir uns hier hin und mit dem Mausrad können wir die Einspritzpumpe, diesen Hebel hier nach rechts oder links drehen. Ich mache das mal vor, nach rechts und nach links. Wir dann drehen diese erstmal nach rechts. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr wollt 100 Grad Öltemperatur haben. Und ihr müsst so oft pumpen, bis ihr diese 100 Grad sozusagen erreicht. Heißt, jede Pumpbewegung ist gleich 10 Grad Celsius. Und ich weiß jetzt nicht gerade, wie warm es hier gerade ist, schätzungsweise 10 bis 20 Grad, das heißt, wir müssen 8 bis 9 Mal pumpen. Ich pumpe meistens so 9 Mal. Das kommt ungefähr hin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kurbeln wir den einmal nach links to the mainline. Und wir wollen pumpen, bis dieser Zeiger hier auf 0,4 steht oder zumindest ungefähr. Also einmal, bewegt sich hoch, zweites Mal. Drittes Mal, viertes Mal. Okay, höher geht er nicht, dann ist das so okay. Dann machen wir den zurück in die Mitte. Was wir nun tun wollen, ist unsere Triebwerksdrehzahl, den Hebel dafür nach vorne bewegen, also den Propeller-Pitch sozusagen. Und wir möchten einmal die Abdeckung für den Anlasser nach oben bewegen. Den Anlasser habe ich mir bewegt, müsst ihr nicht machen, aber war mir lieb. Dann gehen wir einmal voll in die Eisen. Man hört es schön. Und wir halten jetzt den Anlasser für, naja, 2 Sekunden gedrückt, dass sich der Propeller ein paar Mal dreht. So, einfach weil es so schön war, habe ich das ein paar Mal gemacht. Und dann wollen wir den Magnetschalter, das ist dieser hier unten, den Magnetzünder, auf 1 plus 2 bewegen. Den habe ich mir überlegt, wie ihr sicherlich im Hintergrund gehört habt. Und dann halten wir nochmal den Anlasser gedrückt und schieben den Schubhebel gleich ein bisschen nach vorne. Anlasser könnt ihr wieder loslassen, sobald der Motor läuft. Und wir wollen den Schubhebel so nach vorne schieben, dass der Motor zu 50% ausgelastet ist. Also oder 60 waren es. Ich glaube maximal 55, sowas in der Nähe. Denn wir wollen natürlich unsere Motor- und Öltemperatur hochbekommen, also sprich, dass dieser Zeiger und dieser Zeiger im grünen Bereich sind. Für die Kühlung, des Motors und des Öls habt ihr hier noch zwei Hebel, einmal den blauen und einmal den roten. Der rote ist die Ölkühlung, die auch da praktisch dran steht, und der blaue ist die Luftkühlung, also sprich, die Motorkühlung mithilfe der Kühllamellen, die findet ihr hier vorne. Ihr seht, die sind gerade zu. Ich mache die einfach mal auf aus Demonstrationszwecken. Und da seht ihr, sie sind offen. Die lassen wir natürlich zu, da wir ja schließlich den Motor aufwärmen wollen. So, dann uncagen wir schon mal unseren künstlichen Horizont, indem wir da einmal draufdrücken. Das ist immer verwirrend, weil da bei russischen Modellen immer umgekehrt ist, aber
Da gewöhnt man sich dran. Und wir machen unsere Cockpithaube zu. Das funktioniert mit diesem kleinen roten Knubbel da oben. So, da sich das Aufwärmmeister ein wenig in die Länge zieht, werde ich schon mal zur Startbahn rollen. Das machen wir mit dem Schubhebel logischerweise und dem Seitenruder. Und ihr müsst auch ein wenig die Bremse dabei antippen, wie man das zum Beispiel aus der Spitfire kennt oder generell auch aus der Mosquito, also aus den englischen Flugzeugen. So leicht die Bremse antippen, damit man durch die Seitenrudersteuerung die jeweilige Bremse einzeln anspricht. Wenn ich jetzt Seitenruder nach links gebe und bremse, dann wird die linke Bremse angesprochen. So funktioniert das ja auch ungefähr. Ich ignoriere jetzt mal jegliche gesetzlichen Regelungen, was die Taxiroute vorgibt, angeht. Das ist ja jetzt egal hier. Das könnt ihr natürlich schöner machen. Und wir rollen zum Rollhalt. Und wir geben wieder ein bisschen Schub. Drücken nochmal den Arretierknopf, damit der künstliche Horizont wieder zurückgesetzt wird. Das ist noch ein älteres Modell, wie man sieht. Der kommt relativ leicht durcheinander, vor allem bei den Vibrationen und Bodenwellen, die beim Rollen am Boden nun mal auftreten. Deshalb normalerweise entsperre ich den auch erst, wenn ich wirklich kurz vorm Start bin. Und wir wärmen den Motor noch ein wenig auf. Wir sind hier schon im grünen Bereich und nah am gelben. Ich weiß immer nicht, was die Öl, ich komme immer durcheinander, ich verwechsel immer die beiden Anzeigen, was jetzt die Motor und was die Ölkühlung ist oder beziehungsweise Temperatur. Ich glaube, das hier war die Öltemperatur, also bewegen wir die Ölkühlung mal nach voll auf und wir schauen mal. Bleibt da. Wir machen die Luftkühlung jetzt auch voll auf die Kühllamellen und sagen, wir starten. Das pegelt sich dann eh alles ein. In echt würde man natürlich weitaus sanfter umgehen mit seinem Flugzeug. Das ist logisch. Und damit hätten wir unser Startup und Taxi geklärt. Ging relativ fix, aber das Flugzeug ist auch nicht sehr kompliziert. Das ist relativ schnell erledigt und gelernt. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr auch Spaß haben werdet, denn dieses Flugzeug ist wirklich sehr toll zu fliegen und macht eine Heidenlaune. Obwohl es keine Bewaffnung hat, aber trotzdem wirklich ein wunderbares Flugzeug. Ihr seht, ich finde das toll. Ja, wir sehen uns beim nächsten Tutorial und bis dahin, tschüssi.